Ex-Steff. Da, direkt FX den FX, alle. FX, FX, alle! Alle! Sprachfehler Fails Compilation 3.0, Alter! FX, Alter! FX! Ich hab den als gesucht, Alter! If nix! If nix! If nix! If nix! If nix! Knallst du If nix an? Wo ist If nix? Hallo Genossinnen und Genossen, willkommen zurück zu World of Tanks Rally. Ja, ich bin's wieder, euer Big Mongo Styler, zusammen am Start mit dem Psyker und dem Mark Zazur. Hallo. 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 So, und wo wir doch letzte Folge, wo wir doch bei diesem E-Penis-Vergleich gewesen sind, habe ich uns jetzt nochmal alle Wertungen der Mitstreiter hier von Psyker und von Mark Zazur hervorgehoben, und hier sehen wir Alexazurs Wertung. Gut, er hat natürlich erst 1167 Matches. Das ist natürlich Noob, ne? Der braucht erstmal so 2000, dass er weiß, wie man World of Tanks spielt. Nein, Spaß beiseite. Nein, und hier ist der Psyker. Hier ist der Psyker, ja. Rollokind Nummer 1, Alter. Noch nie Sonnenlicht gesehen. 8084 Gefechte. Und Siege 51%, besser als Alexi und ich zusammen. Und mittlerer Schaden je Gefecht, naja gut, da hat er auch weitaus mehr als wir beide. Zig Auszeichnungen, und was habe ich denn an Auszeichnungen? Naja, Wayne, auf jeden Fall, der hat 48, wo ich nur 2 habe. Das ist heftig. Also da sieht man schon mal, wer hier das Spiel gejunkt hat, bis zum geht nicht mehr. Ich weiß noch damals, der Psyker hat das Spiel gezockt und da hat er erst versucht, ja, Mann, den Alexi und mich zu überreden. Ich war der Erste, der darauf eingesprungen ist und habe dann mit ihm gezockt. Und irgendwann haben wir den Alexi auch dazu bekommen, dass er uns beitritt. Aber nicht für lange, der ist dann auch ziemlich schnell wieder abgesprungen. Genau, und stimmt. Und erst nach einer ziemlich langen Zeit kam der Alexi dann zu uns und hat dann gesagt, jetzt hat er es nochmal probiert und jetzt finde ich es gut. Und dann hat ihn jetzt auch die Sucht gepackt und wir haben Tausende von Euro in dieses Spiel investiert, um schneller voranzukommen. Ja gut, Tausende von Euro will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also der Michi, der Psyker, das mag sein, das kann sein. Beim Alexi bin ich mir auch noch nicht so sicher, weil der investiert auch mal gern 150 Euro in Counter-Strike Global Offensive Kisten. Also 3 Jahre spiele ich das jetzt schon, jeden Monat mindestens für das Spiel 40 Euro ausgegeben. Okay. Ja, okay, das ist mindestens. Dann gab es halt auch mal Eskapaden, da hast du halt auch mal einfach mal 150 Euro reingesteckt, wenn du dir mal. Ja, klar, wenn es gute Angebote gab, ne? Wie ein Panzer umsonst und 30 mal Gold dazu, ja klar. Ja, kauf Panzer für 150 Euro, dann kriegst du einen, der nur 5 Euro kostet, kostenlos dazu. Hab ich gesagt, klar, nehme ich. Das muss sein, Alter. Ja, so ist das, Leute. Nee, also ich habe auch schon Geld reingesteckt, aber um Gottes Willen nicht so viel. Ich habe meistens immer geschaut, dass ich mein Premium habe, ja, wenn wir das Spiel spielen. Ich habe jetzt nicht jeden Monat, 12 Monate nonstop Premium hier gehabt, ja. Aber ich habe mir auf jeden Fall damals den Löwen geholt. Das ist ein Premium-Panzer, Tier 8. Der ist sehr, sehr gut, sehr genau, macht sehr moderaten Schaden. Und es ist ein guter Panzer jetzt mal für die Neulinge da draußen von World of Tanks. Wenn man Geld in das Spiel investieren will, was man später so oder so machen wird, weil man irgendwann irgendwie vorankommen will. Ja, man kann es halt auch ohne Geld. Klar, das dauert aber halt eine halbe Ewigkeit, ein halbes Leben. Und mit so einem Premium-Panzer wie dem Löwen zum Beispiel, da bekommt man freie Erfahrung und jede Menge Gold. Also mit diesen Premium-Panzern kann man Gold farmen ohne Ende. Oh, mein erster Hit und hier eine mega krasse Explosion. Und ja, mit diesem man verdient halt viel mehr Gold mit diesen Tier-8-Panzern. Wenn man jetzt selber anfängt und hat noch nicht mal einen Tier-2-Panzer freigeschaltet und erforscht, dann ist so ein Löwe-Tier-8-Premium-Panzer sehr, sehr nützlich, weil man halt sau viel Gold mit ihm farmen kann. Und nicht jetzt Gold, ich meine Silber, Leute. Ich meine nicht die Premium-Währung. Und halt Erfahrung. Aber die Erfahrung muss man halt wiederum umwandeln. Und dafür braucht man Gold. Lol. Die Premium-Währung, was wiederum Geld kostet. Ich hatte gerade einen dicken Lag. Ich denke, war gerade für 10 Sekunden weg. Ich denke, ihr wisst, wie das geht. Wie, du hattest einen Lag? Was, wo? Kackt dein Internet wieder ab, oder? Ich war für 10 Sekunden weg einfach. Okay, bei mir bist du alles weiter gerade ausgefahren. Ich müsste mir das... Das war gut. ...nochmal anschauen. Aber ich meine, du warst alles vor mir. Du hast aber irgendwie ein Stückchen zurückgelegt. Aber ist nicht so schlimm. Weil so können wir die Gegner besser weg-aimen. Ich bin immer noch erster, nice. Ja, Mann, ich bin dicht hinter dir. Und der Alexi ist weiter hinten. Der gibt dem Medieval da hinten. Au! Oh, was ist denn das, Alter? Mein Panzer Breakdance. Mein Panzer Breakdance.
The oh, jetzt müssen wir Gas geben, ey. Wenn die beiden vor mir im Cap sind, Alter, dann... Ja, das ist ein bisschen, Breaking Bad und so. Boah. Leute, wir müssen es doch einmal schaffen. Davor, ich fährt. Wir müssen doch einmal schaffen, in einer Folge die erste Runde zu gewinnen. Ey, wo zielt der hin? Das gibt's nicht, Mann. Manchmal habe ich so das Gefühl, echt, dass dieser Typ hier nicht zielen kann. Geil, im Sprung. Nice, du triffst im Sprung und ich treffe nicht mal, wenn ich waagerecht auf der Strecke fahre. Geiler Boost, dankeschön. Oh Jungs, wir sind im Cap gleich jede Sekunde. Okay, ja, ich versuche jetzt mal keine Bande mitzunehmen und auch keine Gegenstände hier, weil die verlangsamen unseren Panzer. Auch wenn es geil aussieht, Leute, aber diesmal keine Explosion für euch. Ja, natürlich nehme ich hier wieder die halbe Holzpaletterie mit. Aber wir sind gleich im Cap. Psyker hält erstmal die Stellung da vorne. Oh, da hat mein Ladeschütze gebumst. Was, wie echt? Das geht hier auch? Ja, Mann. Ich lade nach wie so ein Penner. Okay, wir sind unterwegs. Welchen targeten wir zuerst? Komm, 447. 447 Medieval. Den, auf den Alxi und ich so oder so schon drauf sind. Wir sind jetzt im Cap. Also haut drauf, Leute. Oh, die haben gewonnen. Nein! Das nein! Oh! Nee. Schade. Marmelade. Ja, da würde ich sagen, machen wir direkt noch eins. Das war doch jetzt auch in der letzten Folge so, dass wir die erste verloren haben, die zweite gewonnen haben, ne? Wir haben bis jetzt erst nur zwei gewonnen. Gewonnen und die erste verloren und die zweite verloren. Die erste verloren und die zweite verloren. Okay, die beide verloren. Die erste verloren und dann die zweite gewonnen. Ja. Umgekehrt. Nee, ja, irgend sowas wird es gewesen sein. Naja, versuchen wir es jetzt mit einem zweiten Anlauf erneut. Mit etwas mehr Konzentration, etwas weniger Gelaber. Und ja. Aber ihr seht selbst, Leute, mit Auto-Aim, ne, der Schütze manchmal auf gerader Strecke zielt der gegen die scheiß Bande in der Mitte. Und das ist natürlich sau schwierig, irgendwie sowas zu treffen. Also. Weil er zielt mit Auto-Aim immer auf die Mitte von deinem Panzer. Er schießt nie auf den Turm. Nie okay. Auf das, was sichtbar ist. Ja, das ist natürlich. Das ist natürlich blöd. Also mach mal kurz die Namen an mit Alt. Ich würde sagen, wir nehmen uns den Steff. Da, direkt den FX, aller. Sprachfehlerfails Compilation 3.0, Alter. FX, Alter, FX! Ich hab den als gesucht, Alter. If nix! Knallst du If nix an? Wo ist If nix? Okay, Leute, jetzt echt Konzentration. Wenn du die triffst, es gibt eine Mega-Explosion. Guck mal, bam. Ja, aber wenn die Schaden machen würde, wäre noch besser, ne? Wenn die so Cluster-Grenades auf die Bahn des Gegners bringen würde. Das wäre geil, ja, aber mit so Zielscheiben, die hier so wie Moorhuhn-like so über die Strecke huschen, die musst du dann treffen beim Fahren, Alter, shoot by running. Und dann, wenn du die triffst, Alter, werden Minen auf die gegnerische Fahrbahn gebracht oder so. Das wäre geil. Was ein Pro-Drift das gerade war. Naja, gut. Der Aktion ist, Pro ist anders, Alter. Das geht noch eine Ecke besser, Jungs. Auf und jetzt Sprung des Lebens. Nice. Boah. Gejumpt wie die Götter. Oh, und gegessen schlinken. Wie was anderes. So, da hat 702 da, nice, HP. So auf die Fresse. 702 nice. HP ja, ist eine gute Bilanz für diesen Streckenabschnitt hier. Wir haben nice. Noch die Hälfte vor uns jetzt nach diesen Jumps hier. Ich hoffe mal, dass ich nicht hängen bleibe. In der Luft, doch in nicht. In der Luft! Oh, du hast es echt geschafft mit Ansage, nice. Ja, es ist echt nicht so leicht, Leute. Man muss den richtigen Moment abwarten. Wenn man schießt und irgendwie hatte ich das Ziel verloren, Alter. Kann es sein, dass er manchmal das Ziel deluckt, also... Oder bleibt er eigentlich immer drauf? Also, dass er manchmal das Ziel halt anluckt, also... Weiß schon. Wenn du rechte Maustaste drückst aus Versehen, ja. Und wenn du irgendwie eine gewisse Reichweite zum Gegner aufgebaut hast, kann es sein, normalerweise ja, aber hier sind die Gegner immer gespottet, deswegen verliert er sein Ziel nicht. Okay, dann habe ich wohl Panic Mode mäßig aus Versehen... Ja, rechte Maus hast du gedrückt. Und wir geben dem richtig Bearbeitung. Der hat jetzt 455 HP. Das ist eine gute Bilanz, Alter. Und ich mache hier richtig hier Jumperama, Alter, durch die LKWs, die Tanklaster. Und Michi, boah, Alter, ich dachte, du springst gegen die mittlere Bande, gell? Ich dachte, du bist jetzt weg, ey. Das war der Handy. Achso, das war... Ach, das war der Alxi, Alter. Namen lesen, spielen, schießen und reden, Alter, Leute. Das ist zu viel für mich. Okay, so. FX Steff. Ich weiß nicht, was ich da vorhin für einen Sprachfehler am Anfang hatte, Alter. Nutzt nix! Griff den F nix!
Okay, der hat 356 HP, Leute. Das ist Peanuts, Mann. Das sind drei richtige Hits. Drei richtige Hits und der ist down. Ja, drei richtige oder sechs halbe. 95 Schaden immer geht. 100 Schaden jetzt gerade kassiert. Der kommt nicht mehr in Cap. Der kommt nicht mehr in Cap. Der kommt nicht mehr in Cap. Alexi, Alter. Gib ihm, Alexi. Lass mich frei. Links, rechts, Alter. Bam! In your face, baby. Okay, jetzt Cap verteidigen. Psyker ist Sniper-Position da hinten. Und ja, wir werden es jetzt irgendwie reißen. Irgendwie werden wir es reißen. Ich tu den, der hier bei mir ist, anvisieren. Ja. Der hat immer 654 Life. Ich hoffe, ihr zwei seid auch drauf. Ich schieße ab und zu auf den anderen, ja, damit der Cap resettet wird. Ich schieße auf den, aufs Haus, auf den Angeschlagenen. Okay, nice. Ich bleibe jetzt einfach mal stehen, weil dann treffe ich auf jeden Fall. Ob wir mich versucht zu rammen, sag mal, bist du denn homobehindert, Alter? Junge, was macht der mit mir? Alter, was ein Spatenkind, ey. So, bam, down, Alter. Ja. Alter, versteck dich hinter mir, versteck dich hinter mir. Oh, scheiße, ich wollte vor dich fahren. Ist nicht schlimm. Psyker gibt mir jetzt Backup. So, ich versuche ihn immer so zu halten, dass du auf ihn gucken kannst. Dennis, ja? Fahr rein. Cap mit. Ich cap doch auch, ich bin noch mit. Was? Ja, Michi. Ach so. Ja, weil genau. Weil der Dennis, der überlebt das nicht. Ja, genau. Schieß noch einmal und fahr runter. Oder gib ihm Damage, Alter. Du machst hier nur 50 Schaden an dem. Das ist ein bisschen madig, ne, Michi? Weil 100 wären schon gut, ne? Weil mit... Oh, jetzt schieße ich auch noch daneben. Alter, haut drauf. Alter, 137 HP noch. Nice. Es wird knapp. Es wird noch knapper. 91. Wir haben es geschafft, Leute. Ich schwitze wie ein Wallach. Das funktioniert nicht mehr. Ich konnte nicht mehr atmen, Alter. Boah, Alter, ich hab mein ganz... Ey, mein Popfilter ohne Scheiß, Leute. Hätte ich jetzt... ich mach kein Foto. Nee, ist egal. Aber ich hab den Popfilter echt voll gespuckt, ne? Hätte ich jetzt so eine HD-Kamera, dann würde ich euch diese Spuckbläschen hier auf meinem Popfilter mal fotografieren und auf Facebook laden. Aber das machen wir das nächste Mal. 3000 XP ist gut freie, ne? Ja. Ich habe 1123 Schaden gemacht. Boy, wir haben alle über 750 Schaden. Ihr habt alle 3000 XP. Warte mal, die XP, die wir jetzt... Ich habe nur 2000 bekommen. Hä, wo, warte mal, ich sehe gar nicht. Also bei mir steht Sieg 0-0. Erste Mal. Ich habe zwei Missionen erfüllt. Sprint zum Sieg. Sprint zum Sieg habe ich auch. 1000 XP. Ja, ja, Teamstart. Und Teamstart. Genau. 3000. Besatzungserfahrung. Der Digga, glaube ich, Sprint zum Sieg nicht bekommen, weil er gestorben ist. Und das ist jetzt insofern freie Erfahrung, dass ich sie nicht mehr umwandeln muss. Das heißt, ich kann sie direkt benutzen. Die musst du umwandeln. Ach, die muss ich erst noch umwandeln, Alter. Freie Erfahrung. Ich dachte, sie wäre aber schon frei, weißt du so. Ja, das wäre natürlich geil, Leute, aber ihr wisst ja, freie Erfahrung und so, das ist halt das Business von World of Tanks, ne, weil man muss sie erst umwandeln, dazu muss man erst da oben hingehen, dafür muss man Gold haben. Und ich habe nur noch madige 11 Gold, damit brauche ich erst gar nicht anzufangen, irgendwas umzuwandeln. Ja, und deswegen sind wir jetzt auch am Ende dieser Episode angekommen. Ich weiß nicht, ob wir noch weiterhin diesen Spielmodus produzieren werden, je nach der Nachfrage würde ich mal so sagen, also Zuschauer da draußen, jetzt seid ihr wirklich an der Reihe, lasst mal Kommentare da, erzählt uns mal, wie ihr das Ganze gefunden habt, sorry, und ob ihr mehr davon sehen möchtet, weil, wie gesagt, unsere Zeit ist begrenzt, diesen Modus gibt es nicht für immer. Ich denke mal, weiß einer, hat einer eine Information, wie lange es den ungefähr geben wird? Oder weiß ich nicht. Ich weiß so, dass jetzt bald Tournaments kommen, Turniere, Tournaments? Wo du mit den Dings spielen kannst, mit den Entwicklern und dass du dich als Team eintragen kannst, um das dann competitive zu spielen mit Preisgeldern und. Okay. Gibt dann wohl Premium-Fahrzeuge und so zu gewinnen. Okay, interesting. Klingt gut. Aber die näheren Infos gibt es jetzt schon ein Video dazu, habe ich aber leider noch nicht geguckt. Aha. Okay, naja, ich nehme mal stark an, dass es diesen Spielmodi geben wird, genauso lange wie World of Tanks Football. Football war auch erstmal hat der Psyker mir gesagt, es geht nur noch eine Woche oder zwei und dabei ging es dann letztendlich doch noch vier Wochen. Und dann ging es irgendwie über einen Monat. Über einen Monat wahrscheinlich und ich werde diese Folgen jetzt zeitnah rausbringen. Zeitnah heißt, dass es in der nächsten Woche oder so wird es die Folgen bei mir auf meinem Channel geben und genau da schaut ihr jetzt gerade diese Folge und wenn ihr genau diese Folge hier seht und sagt, ey, das davon, da will ich mehr von haben. Produziere mehr, Mongo, Alter. Das ist so geil mit Psyker und Alexi und so. Ihr seid so ein geiles Team und so. Dann bitte, bitte lasst uns wissen. Schreibt es in die Kommentare, denn genau dann, wenn ich solche Kommentare lese, mindestens 3 oder 4 oder vielleicht 5 oder 10, dann werden wir weitere Folgen zu diesem Spielmodi produzieren. Und wenn natürlich keiner es sehen möchte... Mittelfinger hier reinschreiben in die Comments und wenn ich wieder sowas lese wie Mongo, warum spielst du kein Gary
ist mein Roleplay. Dann, Leute, gut, wird es keine weiteren Folgen zu diesem Spielmodi geben. Aber ich lese das sehr, sehr oft, Leute. Unter fast jedem Spiel lese ich irgendwelche Fragen zu Garry's Mod Roleplay. Unter The Forest wird gefragt, wie man in Garry's Mod Roleplay die Physikern benutzt. Was soll ich dazu noch sagen, Leute? Dieser Kommentar gehört nicht unter The Forest, sondern unter Garry's Mod Roleplay. Aber, ja, das wäre schon fast kanalinfomäßig, videomäßig. Deswegen machen wir jetzt Schluss, Leute. Wie gesagt, ihr seid jetzt an der Reihe. Lasst Kommentare da, bewertet positiv oder negativ, je nachdem, wie ihr diese Folge gefunden habt. Und das war's von mir, Big Mongoose, dem Alex dazu und dem Psyker für euch. Tschüss. Bye.